Was geht ab, meine lieben Freunde? Unser heutiges Thema bei Rap Talk ist die Brillenfetischisten sind wieder am Start. Ich arbeite mit mehreren zusammen, ja. Rap Talk bei Doggy3DL. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wer das Interview von Khatar und Mois verfolgt hat oder sich angeschaut hat, das in den Trends war. Ich glaube, fast ganz Deutschrap oder die ganze Welt hat sich dieses Video angeschaut. Ich meine, wenn die ganzen Klicks von Mero echt wären, dann würde sich ja 80, 90 Millionen Klicks auf diesem Video geben, oder nicht? Sei mal ehrlich. Und zwar ist der YouTuber Mois und der YouTuber Jan Brook unter Vertrag bei AON oder bei Khatar. Mois hat ein kleines Bild gepostet auf Instagram, wo er schreibt: Als Manager von Yerrojan bin ich stolz zu verkünden, dass die beiden nun einen Plattenvertrag bei Universal haben. Danke Bra Khatar, der heftige Hit von den beiden Newcomer kommt. Jan ist ziemlich voll und will erst so ab 50k Follower spitten. Kacke, Spaß. So, meine lieben Freunde, natürlich ist das ein kleiner Gag, natürlich ist das ein kleiner Spaß, aber wenn man guckt, den Kanal Yerrojan auf Instagram gibt es wirklich Mois und Jan. Alhamdulillah, die haben sogar 17,1000 Fans auf Instagram. Mashallah, Maschine. Ja, ich bin echt gespannt, ob das wirklich jetzt echt ist oder ob das jetzt irgendwie nur so eine Promo-Move oder Promo-Welle am Start ist. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall werde ich das verfolgen und mir natürlich reinziehen, was da so abgeht. Krass. Yerrojan. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Einschalten und vergesst nicht mitzumachen bei meinem... ich weiß nicht, ob ich das Video schon gepostet habe, Freunde. Ich möchte gerne ein paar Instagram-Rapper pushen und ein paar Instagram-Rapper eventuell an Reichweite gewinnen lassen. Und natürlich, ich gewinne natürlich auch wieder mal ein bisschen an Reichweite, ein bisschen Klicks auf eure Nackens, meine lieben Freunde. Macht alle mit, ich werde eure Videos posten in meinen nächsten Videos. Ich mache so eine Folge, wo ich dann diese Videos präsentiere. Ja, peace out.